Joachim Frank, der Chefkorrespondent des Kölner Stadtanzeigers, verfolgt die Vorgänge rund um die Causa des Missbrauchs im Kölner Erzbistum aus nächster Nähe. Guten Abend, Herr Frank. Und sofort die Frage an Sie. Welchen Eindruck hat denn Kardinal Wölki heute auf Sie gemacht? Naja, sein Einspieler war ja zu entnehmen, dass das der durchaus überzeugende Versuch war, jetzt mal Fehler einzuräumen, persönliche Versäumnisse auch einzuräumen, die es bis dahin nicht gab. Bis dahin gab es Kommunikationsfehler und Pannen und irgendwie einen nicht ganz richtigen Umgang mit der Öffentlichkeit. Jetzt hat er schon gesagt, er hat nicht alles Menschenmögliche getan und er hat in einem weiteren Satz auch gesagt, das beschäme ihn. Das ist ja als erstmal der Versuch, so praktisch in diesen Bereich der moralischen Verantwortung doch auch zu kommen, der bisher immer ausgeblendet war. Allerdings, und das war ja vorhin auch sehr schön zu sehen, zu hören, da war ja dann so ein Kippenmoment drin. Also er sagt, er hat nicht alles Menschenmögliche getan, er ist hinter den Ansprüchen zurückgeblieben. So, und dann könnte dieser Kippmoment kommen, wo ich dann sage, und deswegen übernehme ich die Verantwortung und trete zurück, auch um ein Zeichen zu setzen, nicht nur ein Symbol, sondern ein Symbol zu setzen. So, und an diesem Kippmoment hat er genau die Gegenrichtung eingeschlagen und gesagt, ich muss im Amt bleiben, um es jetzt besser zu machen. Er hat den schönen Satz gesagt, ich kann es nur aus dem Amt heraus besser machen. Ich finde, das ist eine relativ eigenwillige Schlussfolgerung. Man hätte es auch besser machen können, indem man sagt, ich ziehe jetzt die Konsequenzen und ich übernehme die Verantwortung für all die stellvertretend, die, wie er gesagt hat, nicht mehr sprechen können oder immer noch nicht sprechen wollen. Das könnte er machen. Und es gibt ja auch andere Menschen und Beobachter, die sagen, Rainer Maria Wölki war eben, weil er eben schon so lange und so nah ist, auch an seinem Vorgänger im Erzbistum Köln durchaus auch nicht so völlig unwissend und er konnte durchaus vieles gewusst haben. Schließen Sie sich dieser Meinung an? Also es ist zumindest wahrscheinlich. Er hat ja auf ein, zwei Fälle auch hingewiesen, in denen er schon als Weihbischof mehr wusste. Auch der besagte Fall, der vorhin vorkam, des Priesters, mit dem er befreundet war, das hat er heute nicht gesagt. Da wusste er schon seit 2011, dass da was im Busch war. Und wenn man die Regularien kennt, die Gespräche kennt, dann stimmt es zwar, dass Weihbischöfe, und Wölki war 8 Jahre lang Weihbischof, nichts zu entscheiden haben. Und dass Kardinal Meißner da immer auch so ein Closed-Shop-Verfahren drum gemacht hat. Aber dass da was im Busch ist, dass da Täter versetzt werden und hin und her geschoben werden. Das musste auch ein Weihbischof mitkriegen. Und selbst wenn er da nicht gegen eingeschritten ist, dann wäre doch spätestens im Moment der zweiten oder dritten Versetzung klar gewesen, das erhöht das Risiko neuer Opfer. Und das, finde ich, ist nach wie vor, wenn man sich so dieses Gebaren der Vertuschung anschaut, eigentlich das Entsetzlichste und Schlimmste, die Vorstellung, dass durch das Vertuschen und immer wieder Herumversetzen der Täter ja immer wieder Gelegenheit geschaffen wurde, dass neue Kinder und Jugendliche denen zum Opfer fallen konnten. Und dadurch die Zahl der Opfer wohl gewachsen ist. Jetzt hat Wölki heute auch gesagt, dass er mit den Opfern tatsächlich reden will. Das ist ja etwas, was ihm auch vorgeworfen wurde, dass die Opferperspektive bisher gar nicht eingebracht wurde. Das kommt jetzt aber wirklich sozusagen eine Minute vor 12 oder ist es schon nach 12, was das anbelangt? Ja, das hat ja zwei Seiten. Er hat 2018 als erster deutscher Bischof einen betroffenen Beirat eingerichtet und hat gesagt, so ab jetzt kommen die Betroffenen in den Mittelpunkt, wie es heute auch wieder wiederholt wurde. Mhm. Ab jetzt ist nur noch die Perspektive der Betroffenen leitend. Schon auf der Strecke im Umgang mit dem betroffenen Beirat hat das nicht immer so gestimmt. Als die Betroffenen mal gesagt haben, ihnen sind die Entschädigungen zu gering, da durften sie das nicht mehr über die Bistumskanäle verbreiten. Und als es um dieses berühmte erste Gutachten ging, das er dann im Oktober hat unter Verschluss nehmen lassen, da hat er sich hingestellt und hat gesagt, und also Generalvikar auch, das sei der ausdrückliche Wunsch der Betroffenen und sie würden jetzt nur das tun, was die Betroffenen wollen, worauf die hinterher gesagt haben, mitnichten, das ist gar nicht unser Wunsch und sie fühlen sich instrumentalisiert. Ich finde, dieser Vorgang bedarf eigentlich auch nochmal einer Aufarbeitung, denn das zeigt, nur zu behaupten, die Perspektive der Betroffenen steht im Mittelpunkt, reicht eben nicht. Was ist denn eigentlich mit diesem ersten Gutachten? Ja, das wird jetzt spannend. Ab übermorgen, also ab Donnerstag, liegt es zur Einsichtnahme im Maternushaus, der Tagungsstätte des Erzbistums, die wir vorhin auch im Bild gesehen haben, aus. Also 10 Leute können dann gleichzeitig hin und sich je ein Exemplar anschauen. Das Erzbistum sagt nach wie vor, dass es mit äußerungsrechtlichen Risiken behaftet sei.
und dass deswegen Veröffentlichung unzulässig sei, beziehungsweise das haftungsrechtliche Risiko auf den übergeht, der dann daraus zitiert. Er hat es unter Verschluss nehmen lassen mit dieser Begründung, dass es eben nicht rechtssicher sei. Dazu kamen dann später auch noch methodische Mängel, von denen war jetzt in letzter Zeit nicht mehr allzu viel die Rede. Sicher ist, dass das neue Gutachten deutlich umfangreicher ist. Und das ist auch, soweit man das sehen kann, und ich habe es jetzt eigentlich schon ziemlich weitgehend gelesen und immer auch wieder mal verschiedene Stellen mir auch angeschaut und so überlegt, wie die Münchner Anwälte im Bereich vom Bistum Aachen, für das sie ein paralleles Gutachten erstellt haben, gearbeitet haben. Und da ist schon klar, das jetzt vorliegende Gutachten ist eine Rechtmäßigkeitsprüfung, eine Rechtmäßigkeitsprüfung, prüft juristisch. Das Münchner Gutachten dürfte sehr viel mehr auch moralische Komponenten mit einbringen, sowas wie Übernahme von Verantwortung und alle diese Punkte, die man dann vielleicht auch leichter juristisch angreifen kann, die aber, wie ich finde, am Ende des Tages entscheidend sind. Auf jeden Fall ist sicher, dieser Skandal ist noch lange nicht aufgearbeitet. Joachim Frank, herzlichen Dank für die Einordnung und die Erläuterung nach Köln. Sehr gerne.